Herr Stockhammer, Sie sind Terrorexperte. Klären Sie uns doch, was ist Terror im Jahr 2019? Terror im Jahr 2019 kann zweierlei sein. Einerseits gibt es Gelegenheitsterrorismus. Das sind spontane Attacken durch Einzeltäter. Oder es gibt auf der anderen Seite den sogenannten projektierten Terrorismus. Das ist terroristische Aktivität, die von Zellen ausgeht, die koordiniert ist und die auf mehreren Feldern gleichzeitig simultan agiert. Ja. Terror in Österreich, wie präsent ist er? Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einem Anschlag beispielsweise kommen könnte, da ja nun aktuell zwei mutmaßliche Terrorverdächtige in U-Haft sitzen? Also dazu muss man sagen, die Gefahr in Österreich ist vielschichtig. Es geht einerseits Gefahr aus von Personen, die sich hier im Land radikalisiert haben oder weiterhin radikalisieren. Und zum anderen geht Gefahr aus von Personen, die die sogenannten Kriegsheimkehrer eben sind, die sich im Kampf für den IS an der Front bewährt haben und militärische Fähigkeiten angeeignet haben, die über die Logistik verfügen könnten und die natürlich sukzessive eingesickert sind in Österreich. Man spricht von bis zu 100 Personen. Nach meinen Kenntnissen könnten das aber auch einige mehr sein. Das heißt, wir haben sozusagen diesen Zangengriff von sogenannten Homegrowns und von den Homebounds, das sind die Kriegsheimkehrer. Also auf diesen beiden Ebenen spielt sich das ab. Nicht vergessen sollte man auch die terroristische Bedrohung. 2019 hat man das sehr stark gesehen durch rechtsextremistische Attentäter und im Gesamtspiel schaukelt sich das hoch. Sie reden hier von Radikalisierten. Was denken Sie, wie viele Personen wird das in Österreich betreffen? Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Es gibt etliche Personen, die sich über das Internet radikalisiert haben, die im mikrosoziologischen Bereich, das heißt in der Moschee, in kleinen Cliquen, in der Gruppe, vielleicht in einem beruflichen oder schulischen Umfeld in Berührung gekommen sind mit extremistischen Inhalten, mit dschihadistischen Ideen. Im Grunde ist das eine sehr offene Zahl. Das kann so bis in die 1000 Personen gehen. Der harte Kern, der wirklich relevant ist für solche Gefährdungsanalysen, das sind in etwa 300 Personen in Österreich, wo man auch davon ausgehen könnte, dass diese Personen ein Vorhaben in die Tat umsetzen, beziehungsweise so vernetzt sind, dass sie die Logistik dazu haben, beziehungsweise dass sie auch wirklich eine extremistische Idee so weit verfolgen, dass sie auch nicht zurückschrecken vor einem terroristischen Anschlag. 300 Personen klingt viel. Wissen Sie, werden diese Personen überwacht? Wie wird das gehandhabt? Prinzipiell werden nach meinen Kenntnissen alle dieser Personen überwacht, aber natürlich auf technischem Weg und man darf sich das nicht vorstellen wie mit einer elektronischen Fußfessel. Es gibt einige darunter auch, die mit diesen Methoden sozusagen überwacht werden. Es gibt einige Personen, das ist aber ein recht kleiner Bestand, die rundum überwacht werden durch den österreichischen Verfassungsschutz, durch kriminalpolizeiliche Kräfte. Unterm Strich ist es aber so, dass man nie alle 300 Personen vollkommen im Griff haben kann. Geht sich auch gar nicht aus. Das heißt, man hat sozusagen eine Überwachung installiert, die sich auch ein bisschen räumlich zusammenzieht und wo man halt verschiedene Punkte anschaut, wo bewegen sich die Personen hin, sofern das möglich ist, mit Handyortung und über Social Media. Also es gibt Möglichkeiten, aber natürlich ist das keine hundertprozentige Garantie. Terror wird oft mit dem Islamischen Staat gleichgesetzt. Was können Sie uns über den IS sagen? Ja, also der IS, entgegen der landläufigen Meinung vieler Personen, ist eine hybride Terrororganisation. Das heißt, sie haben lange eine Terrormiliz, die im Kampf in Syrien war, gegen einen symmetrischen Feind, das heißt konventionelle Armeen, kämpfend vorgefunden. Auf der anderen Seite gibt es diesen terroristischen Arm, und das ist, was den Experten Sorge bereitet, dass es die klare Ansage von Seiten des IS gegeben hat, die Kämpfer sollen, und das ist schon ab 2014, 15 passiert, wieder zurück in ihre Ursprungsländer und den Dschihad
in die europäischen Metropolen bringen. Und dieser terroristische Arm bereitet uns jetzt Sorgen. Aber auch die Terrormiliz ist noch nicht, wie es immer wieder propagiert wird, so ganz besiegt. Das hat sich nach Libyen verlagert. Das heißt, der IS wird weiterhin ein Player bleiben. In unserem Breitengraden übersieht man, dass Al-Qaida die eigentlich starke Terrororganisation ist, also viel stärker global aufgestellt als der IS. Und das heißt, es gibt sozusagen diese große Konkurrenz um die Deutungshoheit über den Dschihad zwischen diesen beiden Organisationen. Der IS hat eine Strahlkraft, die ist natürlich zurückgegangen. In den Online-Foren und so wird der IS jetzt nicht mehr derart präsentiert und gepriesen, wie das in der Vergangenheit war. Aber der IS hat Bestand und der IS hat nach wie vor eine Attraktivität in dieser Szene und es wird sicherlich den einen oder anderen Anschlag geben in Europa in den nächsten Monaten und Jahren, wo wir sehen werden, dass diese Schreckensdaten dann dem IS gewidmet werden. Mhm. Wieso denken Sie das? Weil es untrügliche Anzeichen dahingehend gibt. Und alleine im Jahr 2018 wurden in Europa an die 30 Anschläge verhindert, kurz vor dem Entstehen. Und da sprechen wir von Anschlägen auch von größeren Dimensionen. Die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor, aber auch nach meinem Kenntnisstand dürften die Zahlen ähnlich hoch sein. Das heißt, die Bedrohung ist konstant hoch. Man kann halt von Glück reden, dass diese Anschläge nicht zur Umsetzung gekommen sind. Und mit dem zusätzlichen Rückfluss an kriegserfahrenen Personen in die europäischen Metropolen wird sich das Gefahrenpotenzial natürlich nicht verkleinern. Kann man sich vor Terror schützen? Wenn ja, wie? Also eine Gesellschaft kann sich vor Terror schützen, indem sie jetzt nicht in einen Alarmismus verfällt. Ich sage immer, die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Opfers des Terroranschlags zu werden, ist verschwindend gering. Nichtsdestotrotz müssen die Behörden ihre Hausaufgaben machen und sich richtig vorbereiten auf potenzielle Anschläge. Das heißt, der Einzelne kann sich vor einem Terroranschlag kaum schützen. Das ist halt ein so wie vor einer Amokfahrt oder einem spontanen Mordanschlag. Theoretisch könnte man zu Hause bleiben und sich verstecken, aber das halte ich für wenig sinnvoll. Eben wie ich gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. In Österreich ist sie auch gering. Aber jetzt nicht so, wie es gerne von gewissen Seiten argumentiert wird, als gäbe es diese Gefahr nicht. Also die vereitelten Anschläge, die zahlreichen Verhaftungen, also 86 Verhaftungen im Jahr 2018, 86 waren sie im Jahr davor, deuten darauf hin, dass es ein sehr großes Potenzial gibt.